Ja, hallo, ich bin Sebastian Pichel, ich bin der Produktionsleiter hier vom Wireless Festival, einer der Produktionsleiter, und meine Aufgabe ist es, das Festival hier zeitnah und rechtzeitig über die Bühne zu bekommen. Wir haben hier halt die Herausforderung des Umbaus von Depeche Mode irgendwie auf das Festival hier und bauen jetzt halt gerade das Festival Licht ein irgendwie. Wir werden große Videowände an der Seite haben, damit man die Künstler gut sieht, und haben hier halt quasi die Bühne von Depeche Mode übernommen, aber da die zu klein ist für die ganzen großen Acts, für Justin Bieber und so, haben wir die halt vergrößert gestern, und heute bauen wir halt jetzt das Licht ein, was hier notwendig ist, und den Ton für die Bands, die kommen am Wochenende. Wichtig für die Zuschauer ist halt, dass wir hier jetzt aufgrund der aktuellen Lage keinerlei Taschen mit irgendwie ins Stadion lassen können. Das ist die große Neuerung. Wir können nur noch kleine Bauch- und Gürteltaschen irgendwie zulassen. Die Spezifikationen sind auch im Internet zu sehen, irgendwie, was wir erlauben. Und wir können leider keine Getränke erlauben, weil auch das ein großes Risiko in sich birgt. Weiter ist es natürlich so, dass wir noch genauer kontrollieren als vorher. Und daher kann es mal zu Wartezeiten kommen bei den Einlässen. Also rechtzeitig kommen und ein bisschen sich in Geduld üben. Es ist für unsere aller Sicherheit, dass wir vernünftig die Menschen kontrollieren, die hier eingelassen werden.